Diesen Sommer hatte ich ein Gespräch mit einem alten Freund und ehemaligen Arbeitskollegen, der in den Kreisen der Pfingstkirche unterwegs ist. Als wir im Gespräch auf seine Freundin kamen, was sie wohl mache, erwähnte er, dass sie auch gläubig sei, dass aber Gott zu ihr gesagt hätte, sie solle in die katholische Kirche gehen und dort bleiben. Dieses Argument, Gott hat zu mir gesagt, ist ein beliebtes Argument, um jeder Diskussion aus dem Weg zu gehen. Nämlich, wenn Gott das gesagt hat, dann gibt es nichts zu hinterfragen und zu diskutieren. Was will man schon gegen Gottes Anordnungen sagen? Mir fiel dann nur ein, dass in der Offenbarung des Johannes dazu aufgefordert wird, die falsche Kirche, die Hure Babylon, zu verlassen. In Offenbarung 18,4 steht: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Gott widerspricht sich nicht, er widerspricht auch nicht seinem Wort. Daher ist es kaum anzunehmen, dass Gott so zur Freundin meines Freundes gesprochen hat. Das war wohl eher ein eigener Gedanke oder ein eigener Entschluss.